Teppiche und es liegt daran, dass wir gestern in der Wäscherei waren. Hier hängen jetzt die ganzen Teppiche und da auf dem Wäscheständer. Es ging sogar recht schnell, also insgesamt bestimmt nur 40 Minuten und ich glaube, wir haben auch insgesamt nicht mehr als 5 oder 6 Euro bezahlt. Auf jeden Fall nehme ich euch heute und morgen wahrscheinlich wieder den ganzen Tag mit, soweit es geht. Ich bin zwar heute noch 5 Stunden arbeiten, aber versuche trotzdem so viel wie möglich mitzufilmen. Den kleinen Korb wieder hier hingestellt, weil ich ja eben die Teppiche weg habe. Da unten drunter ist noch einer. Aber ich wollte nicht, dass denen halt zu kalt ist und sie hätten ja auch nach oben gehen können. Feli ist immer nicht so ein Fan von so Sachen. Und die benutzen das immer eher als Klo, wie man sehen kann, ja. Naja, der muss dann eben auch mal wieder gewaschen werden, aber insgesamt ist es ja auf jeden Fall wärmer als der kalte Fliesenboden. Und ja, also was jetzt ansteht, könnt ihr euch gleich denken. Das sage ich jetzt nicht mehr in jedem Vlog, das wird ja sonst langweilig. Ich werde jetzt einfach kehren, die Toiletten wieder zurechtrücken. Frühstück gibt es jetzt gleich. Und genau, morgens mache ich dann eigentlich immer noch den Vorhang, sage ich mal, auf. Damit da jetzt auch Licht reinkommt. Und mehr wird morgens eigentlich nicht gemacht. So, und wir waren übrigens gestern ja beim Tierarzt und es gibt gute Neuigkeiten. Also seine Augen sehen auf jeden Fall besser aus und es wurde versucht, seinen Tränen-Nasen-Kanal durchzuspülen, was letztes Mal nicht ging, weil der eben so blockiert war oder so dicht war durch seinen ganzen Schleim. Und das linke Auge ging total gut oder generell der linke Kanal, da ist auch schön Schleim rausgekommen, aber der rechte ist halt noch dicht. Weswegen ja eigentlich Augentropfen noch bekommen sollte, antibiotische, aber die hat sie, glaube ich, irgendwie vergessen. Aber wir haben jetzt den Schleimlöser auch noch bekommen. Hexasulvon, also das ist ja wahrscheinlich sowas wie ACC. Aber jetzt eben zweimal am Tag eine Messerspitze davon, also entweder auf Essen drauf oder mit Wasser vermengt in der Spritze, die er dann bekommt. Die soll es einfach fördern, dass der ganze Schleim jetzt einfach aus der Nase auch abläuft und dass dieser Kanal vor allem wieder frei wird. Dann kriegt er jetzt sogar nochmal Antibiotika und zwar ist es das Marboxyl. Und eigentlich sollte er keins mehr bekommen. Er hat in seinem kurzen Leben, hätte ich gesagt, schon ziemlich viel Antibiotika bekommen, aber die Fachtierärztin hat meiner behandelnden Ärztin gesagt, wir sollen das jetzt trotzdem mal probieren. Weil man ja nie weiß, welches Antibiotika anschlägt, das kann ja immer sein. Und er hat die letzten Male immer nur Baitril bekommen und es ist jetzt das erste Mal ein anderes. Deswegen bin ich mal gespannt, ob es da jetzt irgendwelche Veränderungen gibt. Also ich habe jetzt Charlie kurz reingeholt, der bekommt seine Medikamente. Und der ist da immer etwas aufgeschreckt, also das verstehe ich, er mag das auch gar nicht. Aber da müssen wir jetzt nochmal 4 Wochen durch und dann haben wir es hoffentlich mal. So, also das habe ich vorhin jetzt noch nicht gezeigt. Es gibt noch dieses Canipulmin, das riecht eigentlich wie Hustensaft und das ist auch sowas ähnliches, genau. Das steht ja auch hier zur Unterstützung der Atemwegsfunktion. Und das bekommt er, soweit ich weiß, auch 2-mal am Tag. Ich lese mal kurz. So, also das Frühstück ist jetzt auch fertig, aber noch nicht serviert. Das ist jetzt Spitzwegerich getrockneter, das ist Löwenzahn und so anderes Zeug. Ich denke auch Löwenzahnwurzel und da ist auch oft auch so getrockneter Klee dabei. Und das ist noch so getrockneter Sellerie. Und zum Frühstück gibt es 4 so große Blätter von Romana Salatherzen, eine Birne, 2 Möhren, ein paar Kohlrabi-Blätter und Möhrengrün.
hier muss ich jetzt bloß die Spritzen von Charlies Medikamenten noch sauber machen. Teppiche muss ich zusammenfalten und für die muss ich mir auch noch einen Ort aussuchen, wo ich sie aufbewahren kann. Und dann soll es hier eigentlich wieder picobello aussehen. Noch eine Antwort vom Tierheim bekommen wegen der ehrenamtlichen Arbeit, und zwar habe ich die bloß übersehen, weil die im Spam-Ordner gelandet ist. Ich weiß nicht wieso. Auf jeden Fall sind die Ehrenamtler gerade von ihrer Arbeit quasi befreit, weil sie uns schützen möchten und natürlich auch die Mitarbeiter dort. Und das verstehe ich auch vollkommen. Ich habe meinem, ich sag jetzt mal, Zuständigen geschrieben, dass ich auf jeden Fall Sachen habe, die spenden möchte, und er hat einfach gemeint, dass ich die nächstes Mal mitbringen soll, wenn ich dort arbeiten bin. Und ich denke, das ist jetzt erstmal nicht in absehbarer Zeit. Das ist sehr schade, weil ich gerne geholfen hätte und vor allem jetzt in der freien Zeit. Ich denke, dass die auch bestimmt einiges zu tun haben. Und bei uns im Tierheim sind viele Mütter tätig, die jetzt eben wahrscheinlich auch daheim sein müssen bei den Kindern. Deswegen sind sie, glaube ich, erst recht auf ehrenamtliche Hilfe angewiesen. Aber ich meine, den Punkt verstehe ich natürlich auch. Ich denke, dass man dort dann wahrscheinlich wieder ab April, Mitte April arbeiten kann. Hallo, es ist jetzt 6:15 Uhr, ich habe Feierabend und ich weiß nicht, was hier passiert ist, aber hier ist anscheinend irgendwie eine Toilette. Falls da von euch, falls von euch jemand irgendwie einen Tipp hat, dann sagt mir mal bitte, wie man sowas verhindern kann. Also, dass sie hier nicht mehr aufs Klo gehen. Außerdem ist gerade Sonnenuntergang und ich gucke jetzt gleich mal, ob die Teppiche trocken sind, ich hoffe es. Und Goldie. Ja, ich habe jetzt auch vorhin hier einen Karton hingestellt. Das war ja der, wo eigentlich die Spenden drin waren. Und das ist irgendwie auch ein Klo geworden. Ich dachte, damit spielen sie vielleicht, aber den schmeiße ich jetzt auch mal lieber weg. Und dann gehe ich jetzt gerne noch in den Keller. Und dann ist heute eigentlich nicht mehr viel zu tun, außer Charlie noch Medikamente geben und Abendessen zubereiten. Ich habe jetzt gerade hier nochmal alles gefegt und geputzt hier soweit, bis auf diese paar hartnäckigen Flecken, aber die kriege ich jetzt noch nicht weg. Das lasse ich jetzt einfach mal so. Die Teppiche sind außerdem trocken, wie man sehen kann. Ich habe jetzt wieder die weißen verlegt, weil ich die am schönsten finde. Und die blauen werde ich jetzt zusammenfalten und denke ich einfach in meinen Schrank oder aufs Fensterbrett legen. Die Decke da oben wollte ich auch waschen, aber da hängt so viel Streu außen an den Fransen und es ist blöd zum Waschen, weil es hängt da einfach fest und das wird dann einfach aufgeweicht, und wenn nicht, ich denke, sauber wird es jetzt nicht unbedingt. So, das wäre es ja dann eigentlich schon vom heutigen Tag und ich hoffe, dass euch der Vlog gefallen hat und dass wir uns beim nächsten Mal dann wiedersehen.